Hallo, in diesem Video möchte ich demonstrieren, wie man mit meinem Programm Sim2D eine Robotersteuerung realisieren kann. Dazu lese ich mal hier ein File ein. Das ist ein Industrieroboter, der als CAD-Geometrie hinterlegt ist und die Aufgabe besteht darin, mit diesem Greifer hier dieses Objekt zu greifen. Und wir schauen uns gleich mal das Ergebnis an. Der Roboter fährt hier runter, greift jetzt das Objekt, das wird ein bisschen zusammengedrückt und dann ist es im Greifer drin. Dann fährt er wieder nach oben und hält das Objekt in seinem Greifer drin. Und jetzt den ganzen Prozess nochmal. Jetzt fährt er wieder runter, er greift das Objekt und hebt es hoch. Das ist jetzt eine mögliche Lösung, wie man dieses Objekt greifen kann. Natürlich gibt es viele andere Varianten, die denkbar wären. Und wie kommt man jetzt auf diese Lösung? Der Trick besteht darin, dass man verschiedene Zeitpunkte definiert. Das wäre der Ausgangszeitpunkt 0 Sekunden. Das ist der Zeitpunkt 1 Sekunde. Das ist der Zeitpunkt 2 Sekunden, wo der Roboter ganz runtergefahren ist, der Greifer aber noch geöffnet ist. Nach 3 Sekunden ist man in derselben Position, aber der Greifer ist geschlossen. Nach 4 Sekunden fährt der Roboter wieder nach oben und nimmt das Objekt mit. Und nach 5 Sekunden ist er wieder in der Ausgangsposition mit dem Objekt im Greifer. So, wenn man von dieser Ausgangsposition in diese erste Position fahren möchte, dann können wir hier die Distanzen messen. In X-Richtung haben wir da 200 mm. In Y-Richtung müssen wir um 650 mm nach unten fahren. Und natürlich muss der Greifer um 90 Grad gedreht werden. Und um ganz nach unten zu kommen, müssen wir in Y-Richtung um 1300 mm nach unten fahren. Mit diesen Informationen kann man die Bewegung programmieren. Das können wir uns hier anschauen. Das ist die Bewegung nach unten, die 1300 mm. Und hier finden wir für diese verschiedenen Zeitpunkte Faktoren hinterlegt. Und mit diesen Faktoren wird diese minus 1300 multipliziert und was dann rauskommt, ist die Verschiebung in Y-Richtung zu jedem dieser 5 Zeitpunkte. Dasselbe haben wir hier für die Verschiebung in X-Richtung. Die 200 mm wird hier mit diesen Faktoren multipliziert, hinterlegt für alle 5 Zeitpunkte. Und auch für die Verdrehung von dem Greifer ist das für alle Zeitpunkte hier hinterlegt. Und dann haben wir noch den Greifer selber. Der muss schließen und zwar relativ zu dem Tool Center Point. Deshalb ist hier so ein Referenzsystem angegeben. Und das für beide Seiten von dem Greifer. Und das Ergebnis sieht dann wie gesagt so aus.